Und da lässt Carsten Linnemann von der CDU die nächste Bürgergeldbombe platzen. Denn er hat gesagt, wenn die CDU wieder in die Regierungsverantwortung kommt, dann würde man als erstes das Bürgergeld in seiner jetzigen Form abschaffen. Die Kritik am Bürgergeld bricht in dem Zusammenhang nämlich nicht ab, denn hat ja auch bereits hier FDP-Chef Christian Lindner angekündigt, dass es 2025 eine Nullrunde gibt. Jetzt werden viele sagen, ja, diese Kritik kommt doch nur aufgrund der Regelsätze von 2024. Nein, es gibt bereits Umfragen aus dem Jahr 2022, wo es hier massive Kritik am Bürgergeld gab. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal im Detail an. Wie hoch sind die Regelsätze? Was sind übrigens die aktuellen Sanktionsgründe? Und was hätte man schon 2022 machen können, also vor über eineinhalb Jahren, um das Bürgergeld hier noch zu retten? Denn am Ende ist das Bürgergeld wahrscheinlich nur eine weitere gescheiterte Reform der SPD. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, das Bürgergeld ist im Großen und Ganzen eine gescheiterte Form der SPD, zur Reform der SPD. Denn man muss ganz klar sagen, man hat hier einen großen Fehler gemacht. Und da kann ich mich noch dran erinnern, wie es im Bundestag ein Politiker von der SPD gesagt hat: Wir werden etwas tun, was bisher nie jemand getan hat in Europa. Wir werden an der Stelle alle, auch Flüchtlinge nach einer bestimmten Zeit, hier mit in das Bürgergeld übernehmen. Das war kurz nach Ausbruch auch des natürlich Ukraine-Russland-Konflikts, wo man ganz klar sagen muss, das war ein bisschen dämlich. Denn da schauen wir uns auch noch ein paar Zahlen an. Aber erstmal zum Interview hier von Carsten Linnemann. Und zwar seinem Wort: werden als erstes das Bürgergeld abschaffen. Das hat er in einem Bild-Interview gestern von sich gegeben. Und grundsätzlich geht es jetzt hier um das Thema Jobverweigerer, die im Großen und Ganzen hier, sag ich mal, ja nicht arbeiten wollen. Und da geht es natürlich darum, wenn wir an der Regierung sind, werden wir als erstes großes Reformpaket das Bürgergeld in der jetzigen Form abschaffen. Und dazu gehört natürlich auch hier die Kürzung im Großen und Ganzen von Geldleistungen und in dem Zusammenhang natürlich auch weitere Themen, beziehungsweise die Vermögensüberprüfung soll ab dem ersten Tag Sozialgeldbezug beim neuen Konzept gelten. Was bedeutet, wer ins Bürgergeld fällt, muss hier natürlich die Vermögensbilanzen erstellen. Plus zudem, aber der Grundsatz hier immer, niemand muss in Deutschland arbeiten, aber wer Sozialleistungen erhält und arbeiten kann, darf nicht mehr davon ausgehen, dass andere, die jeden Tag arbeiten, das bezahlen. Sozialhilfe wird sich in Zukunft wieder auf die wirklich Bedürftigen konzentrieren. Und zwar an der Stelle ist es so, dass es immer mehr erwerbsfähige Personen im Bürgergeld gibt, also Personen, die jeden Tag arbeiten könnten, dies aber nicht tun. Und Fakt ist an der Stelle, da muss man etwas damit gegen tun. Denn an der Stelle ist es auch so, dass es ja durch den Steuerzahler und natürlich auch durch die Sozialabgaben hier monatlich finanziert wird. Das Bürgergeld, das hier mittlerweile auf einen Riesenblock auch ganz einfach anhäuft. Denn ganz klar ist es auch, dass nicht ohne Grund bereits Christian Lindner ja angekündigt hat, eine Nullrunde für 2025. Da habe ich ja auch schon wieder dazu gemacht. Ich denke nämlich nicht mal, dass es aktuell aus hier Inflationsgründen der Fall sein wird, dass man hier eine Nullrunde fallen muss, sondern weil für 2025 laut aktuellen Meldungen ja auch bis zu 20 Milliarden im Haushalt fehlen, was bedeutet, wir könnten es uns schlichtweg eigentlich nicht leisten, außer es würde weitere Steuererhöhungen geben. Und da sind wir bei unserem typischen Perpetuum mobile, das ja auch hier Robert Habeck immer wieder gerne sagt, wo er sagt, ja, das zahlt doch der Staat. Ja, aber wer zahlt am Ende das natürlich, was beim Staat ankommt? Das ist der Steuerzahler. Und da muss man ganz klar sagen, dass hier durchaus auch die SPD schon mit massiver Kritik ganz einfach hier, ja, sag ich mal, um sich geworfen hat. Aber jetzt schauen wir uns mal ein paar Zahlen und Daten und Fakten dazu an. Also, was ist eigentlich das Bürgergeld? Also, das Bürgergeld ist im Großen und Ganzen eine Leistung, die auch aktuell hier von dem Großen und Ganzen hier erwerbsfähige 3,9 Millionen erwerbsfähige Leistungsempfänger von Arbeitslosengeld 2 oder natürlich auch Bürgergeld im Jahr 2023 hier vorhanden sind. Sprich hier 3,929892 Millionen Bürgergeldempfänger, die theoretisch arbeiten könnten. Was bedeutet, diese Personen, die auch arbeitsfähig wären, fallen im Großen und Ganzen hier unter eine dieser Kategorien, entweder alleinstehend, hier mit den neuen Regelsätzen, das sind übrigens dann an der Stelle die hellblauen, da haben wir dann einmal die 563 Euro, bei Paaren eine Bedarfsgemeinschaft
506 Euro, Jugendliche 14 bis 17 Jahre 471 Euro, Volljährige in Einrichtungen hier 451 Euro, nicht erwerbsfähige Erwachsene unter 25 Euro, hier 25 Jahren 451 Euro, Kinder von 6 bis 13 390 Euro und Kinder bis 5 Jahren 357 Euro. Also sprich, Erwerbsfähigkeit sind jetzt natürlich nicht die Kinder unter 5 Jahren mit einbezogen, sondern das sind auch die Zuschläge, die es dann an der Stelle gibt. Und das ist durchaus hier, wie gesagt, ein großes Problem, denn die Regelsätze sind natürlich hier in den letzten Jahren gestiegen, von zum Beispiel auch Einführung des Bürgergelds schon einmal knapp 50 Euro. Also hier haben wir nochmal der kurze Überblick über die Entwicklung. 2005 lag das Ganze bei 345 Euro pro Monat, beziehungsweise war damals noch Hartz IV. Ging dann schon hier von 22 auf 23. Das ist ja das Lustige, was viele eigentlich vergessen, ist, dass es auch von 22 auf 23 schon einen enormen Anstieg angab von 50 Euro pro Monat, also knapp 53 Euro, und dann nochmal 61 Euro, also knapp im Großen und Ganzen 25% seit 2022 der Anstieg hier der Höhe des Bürgergelds bzw. Hartz IV. Regelsatz. Und man darf das nicht vergessen, dass sich das natürlich auch auf den Sozialhaushalt insgesamt niederschlägt. Und da gibt es jetzt ein weiteres Thema, was durchaus spannend ist. Und zwar muss man sich natürlich auch fragen, wieso wird denn auf den Sanktionen so rumgeritten? Denn wie gesagt, es gibt immer mehr erwerbsfähige Personen, die auch natürlich jetzt erst nach Deutschland gekommen sind, die jetzt nach 18 Monaten ja in dieses System reinfallen, wo man sagen muss, die haben natürlich vielleicht nicht so das Interesse zu arbeiten, weil hier gibt es auch dann Sanktionsgründe. Und die wollte ich mal anschauen, weil das wird immer vorgehalten, ja, Sanktionsgründe und so weiter und so fort. Dass jetzt hauptsächlich Hartz IV eine aktuellere gibt, ist nicht. Wobei man hier schon sieht, dass in 2021 hier 52% waren im Grunde Meldeversäumnisse, wo man ganz klar sagen muss, was wurden hier für Meldungen versäumt. Dann hier sind es 18% Weigerung, Erfüllung der Pflichten, Eingliederungsvereinbarung oder hier nochmal 26% Weigerung, Aufnahme oder Fortführung einer Arbeit, Ausbildung oder Maßnahme. Bedeutet knapp 36% bzw. ein bisschen mehr, knapp, sage ich mal, 37% sind im Großen und Ganzen Personen, die sich weigern, etwas zu tun, hier entweder die Aufnahme einer Tätigkeit oder Fortführung oder sonstige Eingliederungsvereinbarungen, und im Großen und Ganzen nur von diesen, wo immer so oft gesprochen wurde, von ja, und dann wurden irgendwelche Schreiben zu spät rausgeschickt und, Meldeversäumnisse 52,4%, bloß diese Gesamt, sage ich mal, Sanktionen sind gar nicht mal so hoch. Insgesamt ist natürlich aber die Frage, warum will die CDU das abschaffen oder, sage ich mal, in der heutigen Form abschaffen? Da dachte ich mir, naja, wie sieht es denn aus überhaupt mal mit der Stimmung zum Thema Bürgergeld? Also gehen wir mal weiter zurück, und zwar nicht in die aktuelle aufgeheizte politische Phase zum Thema Steuergeldverschwendung, sondern nehmen hier eine Umfrage auch vom ZDF Politbarometer. Aus dem November 2022, also knapp ein Jahr, bevor jetzt diese krasse Debatte gestartet ist. Und selbst hier, wie finden Sie das neue Bürgergeld, sagten bereits 58% schlecht, nur 35% gut und weiß nicht 7%. Also 58% sind der Meinung, dass das Bürgergeld in der jetzigen Form im Großen und Ganzen schlecht ist. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, bereits, sage ich mal, wenige Monate. Hier im Großen und Ganzen, November 2022 war die Umfrage, wenige Monate nach der Einführung wurde im Grunde die Reform eigentlich schon als gescheitert betrachtet. Und weiter geht es natürlich hier im November 2022 mit einer weiteren Umfrage, auch wieder vom ZDF Politbarometer. Finden Sie, dass die Kritik am Bürgergeld aufgrund der zu geringen Anreize für Arbeitslose gerechtfertigt ist? Und hier sagen auch 68% gerechtfertigt. Finden Sie, dass die Kritik am Bürgergeld aufgrund der zu geringen Anreize für Arbeitslose gerechtfertigt sind? Also bereits hier hat man auch gesagt, hey Leute, wie schaut es denn eigentlich aus? Da muss doch mehr Motivation im System sein. 68% November 2022. Also bitte jetzt nicht falsch verstehen, dass einige sagen, ja, aber das ist doch jetzt hier sicherlich 2023. Nein, ein Jahr bevor die massive Diskussion über das ganz einfach hier gestartet worden ist, war natürlich hier schon einmal
die Kritik relativ groß in der Bevölkerung laut den Umfragen. Und die CDU macht sich da im Grunde jetzt, sage ich mal, hier das gemachte Nest, weil sie genau weiß, dass sich die Anreize in den letzten Jahren massiv gesunken sind, vor allem wenn man sich die unterschiedlichen Berechnungen anschaut, dann wird es eben nicht funktionieren, wie es durchaus einige Beamte oder öffentliche Dienstmitarbeiter oder auch Politiker glauben, dass man durch ein steuerliches oder Sozialversicherungs-Perpetuum mobile ohne eine starke Wirtschaft hier wirtschaften kann. Und jetzt kommen wir eigentlich zum ultimativen Punkt der Ironie, und zwar, wem trauen Sie oder welcher Partei trauen Sie am ehesten zu, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen? Die Umfrage ist aus dem September 2022 und damals war es noch die SPD. Fakt ist aber, dass Sie an der Stelle zumindest für die arbeitende Bevölkerung, zumindest auch mit Blick auf die aktuellen Statistiken hier, durchaus dafür sorgt, dass eine soziale Ungerechtigkeit, nämlich dass immer mehr Personen hier erwerbsfähig im Bürgergeld sitzen und im Grunde sich einen schönen Tag machen, während andere 40 Stunden arbeiten. Und auch da muss man ganz klar sagen, auch Personen zum Beispiel wie Ricarda Lang und Kevin Kühnert, die hier noch, ja, sag ich mal, felsenfest das versuchen im Grunde zu verteidigen und selbst die eigenen Umfragen, könnte man sagen, aus den öffentlichen Rechtlichen gegen sie sprechen, wird man gespannt sein, wann natürlich vielleicht auch die SPD das wieder erkennt, dass am Ende eigentlich die echten, ja, sag ich mal, Mitglieder der SPD früher einmal die Arbeitnehmer waren. Also sprich diejenigen, die auch in der Privatwirtschaft, in der freien Wirtschaft hier als Nettosteuerzahler unterwegs waren, die jeden Tag auch, sag ich mal, aufgestanden sind, um zu arbeiten und nicht diejenigen, die, sag ich mal, bis 11, 12, 13 Uhr schlafen und sich dann einen schönen Tag machen. Was ist deine Meinung? Schreib's uns ab dazu in die Kommentare. Findest du auch, dass das Bürgergeld in der jetzigen Form abgeschafft werden soll? Dann lass mir ein Like da und auch ein Abo. Würde mich freuen. Schönen Montag. Nachmittag.